Hallo, ich bin Mona. Wollt ihr einen Kaffee? Tada! Mona Adeleanu, habe ich es richtig ausgesprochen? Genau. Oh, sehr gut. Ist heute mein Gast. Der Hintergrund verrät, du bist Malerin. Genau. Dein Outfit, ich finde, du könntest auch eine Graffiti-Sprayerin oder irgendwie eine Skateboard-Fahrerin oder sowas sein. Nein! Fährst du Skateboard? Zur Entspannung. Hier in deinem Atelier. Zur Entspannung, ja. Jetzt komm, ist ja cool. Du kommst aus einer Musikerfamilie. Da war aber klar, das ist nicht deins. Aber du hast relativ früh erkannt, dass du malerisch begabt bist. Also, ich wollte immer malen. Es gibt so eine Geschichte, da habe ich mir mit 12 oder so ein Boys-Buch zu Weihnachten gewünscht. Und habe immer so Malkurse gemacht. Und in der Schule durfte ich keinen Stift anfassen. Also im Lateinunterricht gab es so eine Regel, Mona darf keine Stifte anfassen. Weil du immer gemalt hast. Ja. Deine Entscheidung war dann klar, du möchtest es beruflich machen. Haben deine Eltern dann Juhu geschrien oder haben sie gesagt, nee, oh Gott, bitte mach doch mal was Anständiges? Also verstehe mich nicht falsch, das ist nichts Unanständiges, aber oft ist es ja brotlos, oder? Ja. Du bist eine der wenigen... Du weißt es einfach nicht. Ich meine, du schickst dein Kind los in die weite Welt zum Kunststudieren und das kann sein, dass du da irgendwie 7 Jahre durchfinanzierst und danach geht es halt irgendwo jobben. Wie haben sie reagiert? Die hatten ganz schön viel Vertrauen in mich auch. Du hast Familie, darüber sprechen wir später auch noch. Wir lernen natürlich Mona auch noch privat kennen und werden gleich mal uns für eines deiner Bilder stellen und mal ein bisschen mehr in deine Arbeit eintauchen. Vorher schalten wir meinen ersten Beitrag und zwar Club 27. Das ist ein Projekt, das haben junge Schauspieler in Stuttgart ins Leben gerufen. Da geht es um so Leute wie Amy Winehouse, Janis Joplin, die alle mit 27 von dieser Erde gegangen sind und zu Legenden wurden. Und was sie sich dazu ausgedacht haben, dazu schalten wir jetzt mal rein. Jonas, Alex, Sarah, Simon und Lotte proben ein letztes Mal. In ein paar Stunden fällt der Startschuss für Club 27, keine Kompromisse. Die Idee, sich mit den Künstlern, die mit 27 Jahren gestorben sind, aber schon so berühmt waren, dass sie ihre ganze Generation geprägt haben, auseinanderzusetzen, hatte Simon Kubert. Auch aus dem Grund heraus, dass ich jetzt 28 bin, nicht berühmt, nicht in dem Club bin. Warum hat es nicht funktioniert? Ich mache ja auch Kunst seit einer Weile und seit einer ganzen Zeit. Hätte ja auch sein können, dass ich berühmt werde. An insgesamt 4 Abenden vollziehen die Akteure den typischen Verlauf nach, der zum Eintritt in den Club 27 führt. Der erste Abend steht unter dem Motto Drang. Also den Drang von den Künstlern. Wie hat das angefangen? Wo kommen die her? Was haben die für Lebensgeschichten? Noch nicht bis zum Tod erzählt, sondern erstmal von ihrem Drang, sich auszudrücken, Kunst zu machen. Das wird in Lecture Performances gezeigt. Also es gibt Bilder aus ihrem Leben und Texte aus ihrem Leben und ein bisschen Kunst aus ihrem Leben zu hören. Und es gibt von mir Sachen zu hören. Also ich versuche natürlich Songs und Songskizzen von mir zu zeigen, um den Leuten schon mal schmackhaft zu machen, was jetzt mich berühmt machen könnte. Dann ist es kurz vor 20 Uhr. Alle wollen in die Dresden Bar, wo die Performance stattfindet. Nur 35 Menschen passen in diese Szene-Location, die sich direkt in der Stuttgarter Innenstadt gegenüber vom Rathaus befindet. An den nächsten 3 Donnerstagen wird aus der Dresden Bar der Club 27. No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. Der nächste Abend steht unter dem Motto Rausch. Dann kommt der Zerfall und am letzten Donnerstag die Unsterblichkeit. Die Schauspieler sind sehr nah dran am Publikum, vermischen Vergangenheit mit Gegenwart und lassen einen ganz gewöhnlichen Donnerstagabend in Stuttgart legendär werden. Weißt du, was dir fehlt? Das ist dieses Wollen. Dieses unbedingte Wollen und zu sagen, hey, ich will raus, raus, raus und will es zeigen und ich hole es hoch und rotze es raus. Simon, be it. So, und jetzt stehen wir vor einem deiner Bilder, mittlerweile ein Kaffee, den du ja angeboten hast am Anfang, beide in der Hand. Ist es immer so, weil wir kamen hier rein und du hast uns direkt einen Kaffee angeboten. Ja. Bist du immer so gastfreundlich? Oh, ich finde, also ich trinke selber gerne Kaffee. Okay. Und klar, Kaffee gibt es immer. Und er schmeckt sehr, sehr lecker. Das ist schön.
Dein Bild hängt jetzt hier und es ist fertig. Warum hängt es? Es ist doch fertig. Das könntest du doch jetzt in die Ecke stellen und dann ist gut. Damit ihr was sehen könnt? Ach, das hast du jetzt extra für uns aufgehängt. Also ich war, als ihr angerufen habt, dass ihr kommt, saß ich hier in einem Atelier mit 15 schwarz grundierten Leinwänden. Ich hab gedacht, oh nee, Mist. Dann habe ich schnell in der Galerie angerufen. Habt ihr noch irgendwas da? Nein, das hast du extra für uns jetzt organisiert. Alles gut. Oh, Wahnsinn. Hast du eine persönliche Emotion oder Geschichte zu dem Bild, jetzt, wenn es heute hier so fertig hängt? Mich verbindet das vielleicht mit einer bestimmten Zeit, in der ich gemalt habe oder so. Also ich glaube, ich habe eine andere Geschichte, als vielleicht der Betrachter sie hat. Und meine Bilder sind ja eher so angelegt, dass es so ein bisschen ein Spiel mit dem Betrachter ist. Mhm. Also dass jeder vielleicht für sich selber bestimmte Wege findet oder Erinnerungsstränge aufdeckt, die ihn halt an was erinnern oder Gefühle hochkommen lassen oder Assoziationen wecken. Es ist schon so ein Spiel mit Sehgewohnheiten und wie sind wir gewöhnt, was zu sehen und auch wie ist jeder persönlich gewöhnt, Dinge zu empfinden. Oder manche sagen, oh, schön weiche Feder, andere sagen, bäh, Huhn. Ja. So, also es ist relativ offen, aber trotzdem halt in meiner eigenen ästhetischen Welt verfangen. Wir quatschen gleich weiter. Du bist nämlich nicht nur Malerin, du bist auch Mama. Und wir erfahren gleich ein bisschen mehr, wie das zu vereinbaren ist und schalten jetzt ganz kurz weg und sind gleich wieder da. Ja, und wir sind zurück im Atelier von Mona Adeleanu. Der Name klingt für mich sehr französisch. Ist rumänisch. Ist rumänisch. Genau. Bist aber in Deutschland geboren, gell? Genau. Und bist mittlerweile dreifache Mama. Mhm. Du bist verheiratet. Mhm. Mit einem deutsch-spießig. Mit einem Ingenieur. Mit einem Ingenieur. Einem Ingenieur, den ich schon eigentlich mein ganzes Leben kenne. Ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Meine kleine Schwester und seine kleine Schwester waren im Kindergarten beste Freunde. Witzig. Du hast in 14 Jahren drei Kinder bekommen, bist eine erfolgreiche Malerin geworden. Wie schafft man das zu vereinbaren? Weil alle, die Kinder haben, wissen, das ist ja allein schon ein Fulltime-Job. Ich ziehe meinen Hut. Wenig Schlaf, viel Wille, einen guten Partner. Mhm. Also auch einer, der immer einspringt. Nein. Es ist Teamwork und es ist sehr viel Wille und ja. Zähne zusammenbeißen war auch viel dabei in den letzten Jahren. Aber ich finde, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es funktioniert und auch noch erfolgreich funktioniert. Wenn ich nicht male, werde ich echt mies gelaunt. Und Fabian sagt, oh Mona, geh mal wieder lieber malen. Die Pause war zu lang. Deswegen. Ja. Sehr schön. Apropos Pause, wir machen jetzt in unserem Gespräch auch nochmal eine Pause, kommen gleich zum letzten Teil und gehen ins Mercedes-Benz-Museum zur Sonderausstellung. Da ist nämlich momentan AMG das Thema. Ja, und bevor wir uns die Sonderausstellung zu AMG anschauen, sehen Sie gerade den Grundstein von allem. Richtig, wir haben hier das erste Automobil der Welt von Carl Benz erfunden und am 29. Januar 1886 zum Patent angemeldet. Und wie Sie sagen, eben nicht nur der Grundstein im Museum, das erste Exponat in der Ausstellung, sondern eben letzten Endes auch der Grundstein vom Unternehmen. Aber ich denke, wir gucken uns die Sonderausstellung lieber mal an. Unbedingt. Und warum Benedikt Weiler neben mir steht, Sie sind nämlich der Kurator von der Ausstellung. Sie haben entschieden, welche Fahrzeuge wir wann, warum sehen. Und wir schauen uns jetzt mal an, welche Schmuckstückchen Sie für uns ausgesucht haben. Genau, dann gehen wir einfach los. Wunderbar. So, und das ist jetzt was ganz Besonderes, weil ich darf meine Hände an einem Lenkrad halten von einem 300 SEL 6,8. Normalerweise darf man sich die Autos nur von außen ansehen. Ich darf jetzt drin sitzen, das ist wirklich, wirklich eine tolle Sache. Und es ist der erste Rennwagen gewesen, gell? Richtig, das ist im Prinzip der Meilenstein, der AMG über Nacht weltberühmt gemacht hat. Aufrecht und Melcher, das A und das M von AMG. Das G kommt von Groß Asbach, im ersten Firmensitz, beziehungsweise im steuerlichen Firmensitz von den beiden, haben eben mit diesem Fahrzeug in Spa damals teilgenommen, 24-Stunden-Rennen, und haben nicht nur einen Klassensieg errungen, sondern eben auch im Gesamtklassement auf dem zweiten Platz vorgefahren. Und es war letzten Endes schon was richtig Besonderes, so in Relation gesetzt. Die Tagesschau hat darüber berichtet und damit war eben AMG schlagartig bekannt, weltberühmt und von über Nacht eben alles anders, wie es der Vordern war. Und ansonsten ist die Ausstellung in vier Teile aufgeteilt. Motorsport letzten Endes als erste große Säule. Dann hier hinten die meisten Fahrzeuge für die Serie, also das, was auf der Straße unterwegs sein darf. Und dann eben hier rechts von uns noch die Technik, weil ja unterm Strich macht eben die Technik AMG aus. Und ganz wichtig, ganz klar, in der Mitte des Raumes das Highlight schlechthin, die Zukunft. Und die schauen wir uns jetzt an.
Ja, und die Zukunft bei AMG heißt Project One, sehen Sie jetzt gerade hier im Bild. Und von diesem Typen, der gerade noch in der Entwicklungsphase steckt, gibt es nur 275. Richtig, 275 sollen gebaut werden, wie Sie gesagt haben, noch in der Entwicklungsphase. Formel-1-Antriebsstrang, also Formel-1-Technik für die Straße letzten Endes. Und das Ganze für einen Preis von 2,5 Millionen. War innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Es gab mehr Bestellungen, wie es Fahrzeuge geben soll. Und jetzt haben wir ganz viel über die Autos gehört. Und der eine oder andere Zuschauer sitzt jetzt vielleicht zu Hause und denkt sich, oh, das ist ja total toll. Die Ausstellung geht ja noch bis zum 6. Mai. Also Sie müssen sich beeilen, wenn Sie hier reinkommen wollen. Und nicht nur das, Sie haben eine tolle Überraschung vorbereitet. Wir haben eine Mitfahraktion organisiert, wo eben mehrere AMG-Fahrzeuge hier sein werden, wo man dann mitfahren darf, leider nicht selber fahren. Das ist versicherungsrechtlich sehr problematisch. Aber als Highlight mit Instruktoren, die eben auch Rennfahrer schulen auf den Fahrzeugen, gehen wir rüber auf die Einfahrbahn vom Berg Untertürkheim und dann darf man da die eine oder andere Runde einmal mitfahren. Wow, das ist wirklich unglaublich. Und wenn Sie genau dieses Fahrerlebnis mal haben wollen, dürfen Sie jetzt eine Mail schreiben an verlosung@regio-tv.de. Sie und eine Begleitperson können dieses Erlebnis gewinnen und wir haben ein paar Tickets. Also schreiben Sie los, wir freuen uns sehr. Herr Weiler, vielen Dank für die tolle Führung. Ganz viel Erfolg noch mit der Ausstellung und wir freuen uns auf alles weitere, was noch in Zukunft kommt, was Sie uns noch so hier präsentieren werden. Und ja, Ihnen drücke ich natürlich ganz fest die Daumen. Und wir sind schon wieder am Ende. Und meine Sendung endet traditionsgemäß mit zwei Veranstaltungstipps. Und dein bitte jetzt in die Kamera. Mein Tipp wäre die Ausstellung Blackbox von Dave Bob. Das ist ein ganz toller Malerkollege hier aus Stuttgart. Die ist in der Galerie der Stadt Sindelfing. Und er spielt da so ein bisschen als Maler mit dem Raum. Es lohnt sich. Ja, und mein Tipp ist die Party Frühlingsgefühle, jetzt am Samstag in Höfen. Das ist bei Winnenden, da geht es um 20 Uhr los, eine coole Band spielt. Und da, wenn Sie mal ordentlich feiern wollen, sollten Sie unbedingt da hingehen. Mona, viel Erfolg weiterhin mit Familie und mit Malerei. Und ich hoffe, wir hören bald mal wieder irgendwas irgendwo von dir und man läuft sich mal wieder über den Weg. Sehr gern. Und ich hoffe, wir laufen uns auch wieder über den Weg. Und zwar am nächsten Mittwoch schalten Sie wieder ein. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.